Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Metro 2033. Und da spielt er dieses einsame Lied vom einsamen Wanderer. Ja, und ich würde sagen, von da aus kamen wir, schön hell war's, haben das Kind zurückgebracht und hatten in der letzten Folge das Kind geärgert. So, jetzt haben wir es geärgert. Und ja, hier sind die ganzen Leute. Und irgendwie kann ich jetzt wieder die Gasmaske aufheben. Hallo. Privet. So, und wir gehen einfach mal jetzt weiter. Jetzt geht's weiter am Programm. Mal gucken, was uns noch erwarten wird. Ah, so. Oh, Gern geschehen. Kein Thema. Eigentlich habe ich ja alles. Obwohl ich mir schon so ein Scharfschützengewehr anschaffen wollte, aber wenn ich dafür die AK... Nee. Och, das passt mir schon. Kimme und Korn komme ich immer noch am besten mit klar. Leute, ihr seid verrückt. Nein, wir wollen weitergehen. Okay, anvisieren kann ich jetzt nicht. Was zur Hölle ist das da vor uns? Wechsel mal doch mal lieber zur Schrot wieder. Ich kann immer noch nicht anvisieren. Und da ist das Tor geschlossen. Und wir gehen einfach mal ins Licht. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Ja, weil wir ja mutig sind. Oh, wir sollten uns mal den Kaffeefilter wieder aufsetzen. Was ist das denn? Warum sind wir denn jetzt vor dem Tor? Und wo ist dieses helle Licht hin? Und warum liegt jetzt auf einmal da eine Gasmaske? Und warum liegt hier Stroh? Nein, wir gehen einfach mal weiter. Ah, wir können die tauschen, können wir die? Ich denke, das hat was mit dem Visier zu tun. Wenn das total beschädigt ist, dann kann man sich das neue Visier da drauf tun. Damit man wieder besser gucken kann. Ich bin eigentlich auch richtig geizig mit der Munition, ne? Ich habe das übrigens noch nicht verstanden, wie das mit der Altmunition ist. Und mit der Munition, die man... Scheiße, verdammte Fledermäuse! Fledermäuse, die durch den... Mit wem redet der denn? Oder ist das ein Feind? Oh, oh. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arm. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Okay, wir sind anscheinend wieder bei den... Bei dem Bösen. Ich versuche mich mal ein bisschen davon zu schleichen. Ob das allerdings funktionieren wird, ist eine andere Frage. Wo gehen die denn hin? Ich glaube, die kommen in meine Richtung. Ich bin mir aber nicht sicher. Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Ich habe darüber nachgedacht, ob wir sie sprengen können. Was meinen Sie, Herr Offizier? Hier oben zu stehen, finde ich gruselig. Na, was haben wir denn hier? Einen Denker. Brillant. Und haben Sie auch darüber nachgedacht, was wir tun, sobald wir das Loch erobert haben? Sollen wir dann Ihren dummen Kopf nehmen, um den Ausgang zu stopfen? Lassen Sie das. Der Kommandant hat uns eine klare Aufgabe erteilt. Die
die Station still erobern. Jetzt nur keine Fehler machen, die kommen jetzt. Also hören. Okay, bis jetzt klappt es ja eigentlich ganz gut. Wir warten mal, bis die Wache wieder zurückkommt. Oder? Wo ist er denn? Da hinten. Wir warten mal, bis er zurückgeht. Oder haben wir hier... Ach, wir haben ja noch unsere... Ah. Die haben wir ja auch noch. Aber wir müssen bestimmt auch gleich den Filter wechseln. So, da haben wir das schon mal geklärt. Oh, wollte ich doch gar nicht. Und wir haben wieder TNT. So, die sind jetzt weg. Das heißt, wir können jetzt ungeschadet hier langlaufen. Ich habe mir jetzt nicht die ganze Gegend angeguckt, das muss man dazu sagen. Ah, da liegt irgendeiner. Den können wir uns ja mal näher angucken. Ich hoffe jetzt, dass mir ja... Jetzt kommt hier so ein bisschen Eis. Ich muss auf jeden Fall gleich mal den Filter wechseln. Aber das macht er ja alles automatisch. Ich sehe gar nichts mehr. Mach den Filter wechseln. Du willst es doch auch. Ich weiß nicht, ob man hier unbedingt alle töten muss. Oh, jetzt wird es aber wintermäßig hier. Boah, ich sehe immer weniger. Okay, wir können da hinten hin. Und man merkt auch richtig den Wind, also es beeinflusst hier richtig. Oh, das sind mehrere. Hat auf jeden Fall gerade noch einer gesprochen. Also wir waren jetzt auf jeden Fall ein bisschen lauter. Aber was mir auffällt, die brauchen keine Gasmaske zu tragen irgendwie. Aber wir können unsere wieder wechseln. Hier hat da noch einer gesprochen. Einer hat hier noch gesprochen. Komisch. Was, wie jetzt? Nein! Warum? Oh, was ist das denn? Was machen die denn hier für einen Alarm? Komme ich jetzt hier irgendwie ungeschadet hier weg? Thank you.
Huh. Ich glaube, da kam was. Anscheinend haben wir hier mehrere Wege, wo wir wieder lang gehen können. Oh Gott, das Ding ist voll. Oh Mann. Bis jetzt halten wir uns noch sehr gut hier. Boah. Aus die Maus, würde ich sagen. Ja, wir sind jetzt so ein bisschen mehr oder weniger, haben wir das jetzt erobert. War eigentlich auch gar nicht mal so geplant, bin ich ehrlich eigentlich. Aber wir müssen gleich mal einen Filterwechsel machen. Der jetzt stattgefunden hat. Oh, ein Medipack. Ah, wir gehen jetzt mal so ein bisschen wieder wie Terminator hier durch. Ich denke, das können wir uns leisten. Ich finde auch ganz viel Munition. Ah. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht wieder in irgendeine Falle laufen oder sowas. Also es gab hier mehrere Wege. Und ich bin auch noch gespannt, was uns hier noch erwarten wird. Und ich habe auch wieder nicht auf die Zeit geachtet. Boah, hier ist alles... Hält sich alles auf jeden Fall in Grenzen. Mit dem Finn. Aber mir scheint es fast so... Warum ist denn da ein Pfeil? Und warum liegt hier überall Blut? Ein Feind! Ja. Nicht entkommen! Das war auch ziemlich dumm von mir da. Das muss ich auch, das gebe ich auch zu. War der jetzt tot hier hinter schon? Ja, ne? Okay. Also, der hat anscheinend hier irgendwo abgespeichert. Habt ihr gesehen, wie komisch die da festgehangen sind? Kann man hier eigentlich hoch? Wir sind ja jetzt hier nicht hochgegangen. Also nicht direkt. Ah, geht gar nicht weiter. Ah, es geht nach unten. Boah. Ein feindlicher Speer! Lass ihn nicht! Bin dein schlimmster Albtraum.
so willst. Haben wir es dann geklärt. Also ich muss sagen, die Pumpe ist gar nicht so lustig. Da finde ich die AK auf jeden Fall besser. Boah, ich habe ja auch... Also das ganze Haus ist besetzt von irgendwelchen, die... Ich weiß gar nicht mal, ob ich das so richtig mache mit den Medipacks. Oh, da sind aber anscheinend welche dabei, die sind... Oh, Filter. Ja. Geil wäre es jetzt wieder ein Medipack zu finden. Oh, ist aber eine stürmische Nacht. Ja, dann gucken wir mal hier noch weiter, was wir hier noch finden. Keiner hier ein Medipack? Die sind aber echt unfreundlich. Ach, man kann sogar ausstellen. Ja, das ist, trifft sich ganz gut. Oh, ich will so eine Mütze haben. Kann ich mir die aufsetzen? Oder geht es jetzt um den Revolver? Ah, es geht tatsächlich um den Revolver. Bei so eine Mütze? Eine Taschenlampe? Optimal, ey, was willst du mehr? Naja, dann nicht. Ah, hier scheint es auch erstmal nichts weiter zu geben. Aber oben. Wir müssen auf jeden Fall nach oben. Da kriegen wir es dann wahrscheinlich mit irgendeinem Fliegeding zu tun. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Achso, wir haben den genau gar nicht. Den Glitch hier durch die Tür. So. Hä? Gucken wir, was wir hier noch so finden. Immer noch kein Medipack. Dafür Munition. Ich fürchte, gleich bekommen wir unseren Spaß. Ich nehme doch irgendwie mal wieder die Shotgun. Oh, was ist das denn für Süßes? Okay. Ja. Würde ich sagen, dann gehen wir nochmal nach oben. Wenn das denn irgendwie geht. Wir müssen es aufs Geländer schaffen. Oder ich gehe einfach von außen wieder rein, aber eigentlich wollte ich jetzt ganz gerne... Ja, irgendwie klappt das nicht so richtig. Dann müssen wir... wirklich mal übers Geländer noch mal versuchen. Ah, irgendwie geht's ja nach außen. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Ich habe auch gar keine Möglichkeit, irgendwie... Okay, vielleicht muss ich ja nicht aufs Dach. Kann ja auch sein. Aber eigentlich... wollte ich trotzdem mal gucken, was es da oben so gibt. Naja, gut, dann nicht. Dann lassen wir das. Dann gehen wir halt hier weiter. Speichert auch wieder ab.
kann mir vorstellen, dass gleich so ein Fliegeding kommt. Und mich einkassieren möchte. Wo ist es? Jemand verletzt? Nein? Okay, dann gehen wir. Der war ziemlich groß. Verdammt, die kommen, glaube ich, in meine Richtung. Passt auf, was hinter euch ist, Leute. Verdammt! Wie Granate? Oh oh. Okay, den haben wir anscheinend doch getroffen. Haben auch kein Medipack mehr. Jetzt wird's ein bisschen dramatisch. Ja, wir wurden irgendwie vom letzten... vom letzten Mann irgendwie gesehen. Das war jetzt ein bisschen uncool. Ich hoffe, das war's jetzt. Oh, jetzt wird's wieder... ganz kühl ums Herz. Oh, hier hätten wir uns auch verstecken können anscheinend. Cool. Tauschen wir das Ganze doch mal. Sogar noch ein Filter. Wir hätten echt wahrscheinlich hier runter gemusst, aber wenn man es nicht weiß, dann kennt er ja selber. Da hat man ganz doofe Karten. So, also wir haben ganz viel Shotgun-Munition. Und kriegen auch stetig immer neue. Und haben immer noch kein Medipack. Darum müssen wir jetzt echt mal ein bisschen aufpassen hier. Vielleicht werfen wir auch einfach mal demnächst Granaten. Gar nicht mal so verkehrt hier, wa? Über mal so ein bisschen. Naja, gut, jetzt haben wir die Munition verballert. Ändern können wir es jetzt nicht. Dann ist das jetzt halt mal so. Oh, geht's da rein? Scheint so. Mussten wir anscheinend auch. Es war klar, dass die schwarze Station von Faschisten besetzt war. Aber Ullmann hatte gesagt, er würde dort auf mich warten. Ich musste es riskieren. Genau. Und hiermit sind wir durch mit dieser Folge von Metro 2033. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.